Haben wir denn irgendwas, wo wir Baumaterialien oder sowas kriegen können? So ein Lagerhaus oder etwas in der Richtung. Irgendwas, was hier am besten in der Nähe ist. Feuerwehr. Da können wir tatsächlich mal hin. Ist ja gleich hier nebenan. Hallo. Was? Schon wieder ein Infektionsherd? Wollt ihr mich verarschen? Ja. Geh weg, Penner. So, das war Nummer 1. Lade nach. Ich laufe wild im Kreis, das verwirrt Zombies. Die kennen keine Kreise, die kennen gar keine Formen. Die kennen nur... Kleingeld. Mission, yay, wie kriegen wir eine Mission, yay. Hallo? Ah, er hat mich, er ist mein Kopf. Okay, jetzt nicht mehr. Schmerzmittel. Mach das richtig hier. So, Bams. Einfach Kopf wegpfeffern. Nicht das, was du da machst. Ja, aber die Ferse getroffen und dennoch getötet. Bonus-OP durch Schlachten. So. Steht da direkt um die Ecke. Hallo? So. Noch jemand ohne Fahrschein hier? Kommt da gleich um die Ecke oder so. Ich sehe das auch schon kommen. Hallo? Da kommen noch welche. Nachzügler sozusagen. Und hinter uns ist noch einer. Nice. So. Dann können wir jetzt hier der Quest nachgehen, von wegen, ja, hier Freund in Not. Da. So, hier, unser Kollege ist doch jetzt hier mit an Bord, ne? Hoffe ich. Okay. So. Sind wir auch schon fast da. Ich finde gut, dass jetzt hier gerade, ne, einfach mal die ganzen Missionen hier nah beieinander sind und nicht so weit auseinander wie manch andere Male. Wo dann so lange fahren muss. Wobei ich nichts gegen fahren habe, ne, aber so auf Dauer, ne? Von einem Ende der Karte zum anderen Ende der Karte und sowas. Ja, das ist auf Dauer halt schon ein bisschen, bisschen nervig. Muss man ja doch zugeben. Ah ja, die haben ja Helm. Lassen sich nicht durch Schüsse großartig treffen. Nur halt durch Nahkampf. Was irgendwie. Ja gut, es ist sinnvoll, es ist eine andere Gegnerart. Aber es ist schon ein Unterschied. Noch jemand hier? Hier nicht. Hier auch nicht. Und hier. Wer hätte es gedacht? Auch nicht. So, haben wir noch ein Haus, wo wir durchgehen können? Haben wir hier. Zack. Wie in richtigen Actionfilmen hier. Letzte Dings, hallo. Jetzt sitzt die hier rum. Weißt du, die sonst immer tobsüchtige Zombies töten will? Sitzt jetzt hier und denkt so, la la la. Ich sitze voll in der Patsche. Jemand muss mich retten. Und da ist dann nix. Auch ja, nix. Heute kann ich ja wieder alleine. Dabei ist das zu Hause echt nicht so weit entfernt. Das hätte sie auch selber schaffen können. Jetzt sagen wir nicht, sie hat keinen Führerschein. Das zählt nicht. So, alle mal raus hier und rein hier. Zombie-Horde. Incoming. Da ist wieder jemand am Ordin sitzen. So. Ach, wirklich?
Ja, ich würde sagen, ich habe die Horde hier reingelassen. Schieße doch mal schneller hier. Mit sowas muss man hier arbeiten, also wirklich. Na gut, das muss, das muss. So, nun? Janet ist traurig. Wer ist denn Janet? Hier, du warst Janet, ne? Genau. Oh, ich wollte jetzt jubeln. You're all still lawbreakers and squatters, and you'll be arrested as soon as we've got a jail to put you in. Of course. Immer diese Armeetypen hier. Sind die schlimmsten. Wo geht er denn hin? Einfach nur, weil es mich gerade interessiert. Bams. Anscheinend läuft er tatsächlich halt die ganze Zeit, bis wir, ne, was anderes tun oder so. So. Okay. Und nun? Kommt jetzt hier noch eine andere Quest oder sowas? Kann ich jetzt hier noch... Wie weit ist er denn hier mit Fitness hier? Auf Fitness muss ja noch einiges laufen hier. Damit jetzt das hier aufsteigt. Kann ich hier einfach nur rumlaufen oder steigt das? Ich glaube ja, ne? Ich weiß es aber auch nicht ganz genau. Wir lassen hier auf jeden Fall gleich mal so ein bisschen ruhen und dann soll hier, keine Ahnung, Maya oder sowas mal übernehmen. Wenn ich sie finde. Hier ist sie nicht. Hier auch nicht. Maya! Da ist Maya. Übernimmst du? Zack. Was? Was hat sie denn? Sie ist verletzt. Deswegen ist sie so drauf. Ach du Scheiße. Da soll ich jetzt auch nochmal nach Gefahren Ausschau halten. Wollt ihr mich verarschen? Vor allem, was mache ich gegen ihre Verletzung? Warum ist sie verletzt? Was muss ich tun, um diese Verletzung zu heilen? Habe ich dafür überhaupt irgendwas, um das zu heilen? Ich habe keine Ahnung. Ah, nun gut. Reisen wir einmal zum Ausschaupunkt. Und soll sie das jetzt hier, ne? 50 machen und dann schauen wir mal weiter. Ich weiß noch nicht, was ich dagegen tun kann. Vielleicht habe ich da tatsächlich Medikamente schon irgendwo rumliegen, die ihr helfen könnten. Ich weiß es aber wie gesagt nicht. Auf jeden Fall ist es natürlich schlecht, wenn sie verletzt ist, weil da hat sie weniger Leben und weniger Ausdauer, als sie normalerweise haben könnte. Und wer weiß, was sie noch alles an Problemchen hat. Du darfst ruhig da unten kämpfen. Während ich hier hochklettere und alles auskundschafte. Aber wirklich alles. Da hatte ich eigentlich erst ja alles schon vernünftig hier ausgekundschaftet. Aber nö. Nö, Spiel meint, ich muss das nochmal machen. Okay. Na gut. Was hat sie eigentlich dabei hier so? Achso. Was haben wir da? Zombie-Horde? Siehst du von hier aus, bestimmt. Da nochmal. Das war's. Ah, ja, da ist auch noch was. Hallo? Von wegen, das war's schon. Naja, egal.
Egal, egal. Egal, egal. Bist du immer noch nicht fertig? So. So, und nun? Müssen wir jetzt auf die nächste Quest warten, oder was? Hallo, willst du nicht einsteigen? Ich kann dich auch gerne hier lassen. Ich meine ja nur, ne? Aber dann gehen wir jetzt noch eben schnell zurück, gucken, ob wir da irgendwie Medikamente haben, die ihr helfen können, die halt tatsächlich eine Verletzung heilen oder so was. Ist doch gut. Wenn das Fort Knox ist, aber das hat uns jetzt keine weitere Quest mehr verschert. Okay. So, ups. Ich war's nicht. Aber ich war's. Okay. So, schauen wir mal eben schnell hier im Kühlschrank, ob da irgendwas ist, was ihr wirklich helfen kann. Oder hat sie vielleicht schon irgendwas dabei? Nee, nur normale Sachen, aber halt nichts, was Wunden heilt. Also sie bräuchte halt definitiv eine Pause. Wobei, ich kann mir auch vorstellen, dass es halt wieder so ein Ding ist, ne? Lockt sich 10 Minuten aus, dann sind ja alle wieder geheilt und sind nicht mehr müde und sowas. So, schauen wir mal. Habe ich keine Wunden. Keine Wunden. Toten Schmerz, aber keine Wunden. Keine Wunden, keine Wunden. Stellt die Gesundheit so einen guten Teil wieder her. Aha, Suchtgefahr. Nehmen wir mal. Keine Wunden, keine Wunden, keine Wunden. Dann verwenden wir das mal. Brauche ich davon mehr? Ist ja gut. Nö, kann ich nicht weiter verwenden. Dann braucht die wahrscheinlich definitiv eine Pause. Und wir haben hier eh keine weitere Quest. Also wir haben wirklich nichts, was wir großartig tun können im Moment. Wir müssen halt wirklich darauf warten, dass wir halt einen Funkspruch bekommen oder ähnliches hier von Lilly. Ist ja kurios. Ne, kein Infektionsherd. Kein Töte hier einen Tobsüchtigen. Kein finde hier irgendwie ein Beppo. Aha. Ja, das können wir nochmal eben schnell machen. Auch mit ihr hier. Sie humpelt sich dahin. Und taumelt sich und hast sie nicht gesehen. Also wenn ich so, ne, wenn es mir so schlecht gehen würde, wie ihr jetzt hier anscheinend. Ich weiß nicht, ob ich mich so bewegen könnte. Muss ich ganz ehrlich sagen. So. Ja, ja, mach ich. Das mach ich. Achso, da ist einer auf der Motorhaube. Sehe ich nicht. Das sehe ich gar nicht ein. Nee, nee. So, und hier waren wir ja auch erst zwei, dreimal oder sowas. Ups. Da war ein Baum im Weg. Hallo. Der, keine Ahnung, wie hieß er? Jacob? Ich weiß nicht. So. Ja, Jacob. Hallo. Was? Oh. Wollte nicht da irgendwas zu suchen, dass da ist, sondern mit ihm reden. So, schauen wir mal hier rein. Alles sauber. So gefällt mir das. Kommen wir hier rein. Ich glaube, sie ist langsam nicht mehr verletzt. Das könnte sogar tatsächlich so sein. Weil jetzt ist, ne? Sie hat wieder volles Leben. Ach. Ne? Volles Leben und Ausdauer. Sie humpelt nicht mehr. Siehst du? Einfach ein bisschen Sport machen, das wird schon. So, das war's. Wir sind fertig.
Easy Quest, easy. So. Dann begeben wir uns aber trotzdem nach Hause, weil sie ist eh müde. Ich sollte ihn hier mitnehmen. Hallo. Wir sterben. So. Immer so knapp an irgendwelchen Bäumchen vorbei. Wobei mir gefällt hier diese Bäumchenallee. Muss ich ja ganz ehrlich sagen. Finde ich toll. Schön. Wirklich schön. So, jetzt haben wir hier Doppelorde. Durch die Horde rennen wir. Oder fahren wir in dem Fall. So. Ist zwar von beiden Horden noch irgendwie was über, aber pfff. C'est la vie. So, dann machen wir erstmal ein kleines Aufnahmepäuschen. Und nach den Aufnahmepäuschen hoffen wir, dass wir so die eine oder andere Quest wieder mehr haben. Ob das so wirklich der Fall ist, müssen wir abwarten und Kakao trinken. Aber bis dahin, ne, mal gucken. Ja, wir kriegen jetzt hier auch erstmal nichts. Dann, wie gesagt, wir sehen uns in der nächsten Folge. Bis dahin, viel Spaß noch. Vielen Dank fürs Zuschauen und bis denne.